Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorChurch TV. In diesem Video möchte ich noch mein letztes Wikifolio vorstellen, was noch fehlt. Das wäre das Wikifolio Digitale Revolution. Warum als letztes? Ich habe in der Vergangenheit verschiedene Strategien getestet. Es ging zwar immer um digitale Unternehmen, aber ich bin nicht so ganz glücklich damit geworden. Jetzt habe ich es vor einigen Monaten umgestellt und ich glaube, das sollte jetzt wirklich passen und das will ich jetzt auch für viele Jahre beibehalten. Vom Namen ist es ein bisschen ähnlich wie das Wikifolio Venture Capital Strategies, aber halt hier ist wirklich Fokus auf Digitalisierung und die Performance war auch schlechter in der Vergangenheit, ja, aber wir reden ja über die Zukunft und zuletzt habe ich ja beim Wikifolio nachhaltige Dividendenstars die Strategie geändert und seitdem ist es ja auch durchgestartet und so schlimm war es natürlich jetzt auch nicht, 14% pro Jahr seit 2012, glaube ich, da wären doch dann die meisten relativ glücklich gewesen. Trotzdem gebe ich auch zu, in dem Umfeld wäre da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. In meinem privaten Account war es auch fast doppelt so viel. Hat, wie gesagt, verschiedene Gründe. Und die neue Strategie wäre jetzt weder Value noch Momentum, sondern so ein bisschen der dritte Weg, was ich ja auch in welcher Investor bist du Video vorgestellt habe, indem man so ein bisschen die Marktstimmung analysiert. Das heißt, hier werde ich jetzt nicht so stark auf die Bewertung achten, sondern die Zeitperspektive ist eher kurzfristig, dass ich sage, okay, es gibt der Markt sieht was falsch auf der kurzfristigen Perspektive und ich gehe deswegen eine Position ein. Es ist also mehr Trading und auch konzentriert. Wo kommen jetzt die Ideen her? Ja, einerseits ein bisschen aus dem eigenen Leben, dass ich sage, ich analysiere die Stimmungen, wie sich Verhaltensänderungen auswirken. Da kann auch die Community mal helfen mit Umfragen, wenn da Ideen kommen. Aber natürlich auch datenbasiert, dass man sich sagt, ich schaue mir an, wie hat sich der Traffic entwickelt, wie haben sich Suchanfragen entwickelt, etc. Und solche Sachen, da gibt es zum Beispiel SimilarWeb, Google Trends, App Annie, gibt es so ein paar Quellen, die immer noch nicht im Markt so komplett genutzt werden und gerade wenn man sagt, man spekuliert auf die nächsten Quartalszahlen oder vielleicht aufs nächste halbe Jahr, haben solche Sachen oft ganz gute Auswirkungen. Das Wikifolio wird auch konzentriert sein, also eine Position kann bis zu 20% groß sein, wenn sie auch auf der Aktienideenliste ist, ansonsten eher 5%, sag ich mal, die ganz guten Ideen sollten ja normalerweise da dann drauf kommen, gerade mit langfristiger Perspektive. Ja, also nochmal verstehen, weder Momentum noch Bewertung spielt eine Rolle, sondern eher die Spekulation, dass es Informationen gibt, die der Aktienkurs noch nicht so verarbeitet hat, ja, und dass sich das dann in den nächsten Monaten widerspiegeln würde. Hier sehen wir nochmal kurz die Performance. Wikifolio ist jetzt auch auf All-Time-High, wie gesagt immerhin 14%, aber es gibt jetzt eine neue Strategie, weil das davor ein paar Mal gewechselt worden ist und wie gesagt, ich habe viele Wikifolios und das war das Wikifolio, wo ich mich auch ehrlich gesagt am wenigsten drum gekümmert habe, obwohl ja halt eigentlich Digitalisierung so mein Spezialthema ist. Ich habe es da mehr in das Wikifolio Venture Capital Strategies einfließen lassen. Deswegen will ich das natürlich auch transparent zeigen, aber die Strategie ist jetzt neu, erst so seit einen Monat und ich bin da ganz optimistisch. Auch wichtig, es kommt hier keiner meiner Investmentmodelle zur Anwendung, sondern es ist eher ein Trading-Wikifolio mit mittelfristiger und kurzfristiger Zeitperspektive und es ähnelt eigentlich eher so einem Hedgefonds. Es gibt ja auch viele Hedgefonds, die dann konzentriert in Aktien gehen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und wie gesagt, ich werde halt auch diese Traffic-Tools nutzen zur Analyse und es ist möglichst marktunabhängig. Also hier kann auch die Cashquote theoretisch mal bis zu 100% gehen, wenn keine Ideen da sind oder der Markt schwierig ist. Das Ziel ist jetzt nicht, den Nasdaq hier zu schlagen, sondern zu Diversifikation im Portfolio beizutragen mit möglichst marktunabhängigen Wetten. Deswegen auch eher Aktien aus der zweiten Reihe. Und jetzt können wir mal reinschauen. Das kann sich natürlich jetzt ändern, wenn ihr dann das Video schaut. Aber aktuell sind drei Positionen mit 20% gewichtet, die auch auf der Aktienideenliste wären. Das wäre Dropbox, wo ich darauf spekuliere, dass es eine Übernahme gibt oder es einfach eine sehr, sehr günstig bewertete Cloud-Aktie. Ich nutze das immer noch. Alibaba, dass sich, sage ich mal, diese Sorgen um Staatseingriffe ein bisschen normalisieren. Und die Aktie ist eigentlich halt auch extrem günstig für das, was alles ist. Car-Gurus, die Leute, glaube ich, werden halt mehr Gebrauchtautos oder Autos kaufen in dieser Phase dieser technologischen Unsicherheit und sind auf dem Weg, da das Autoscout 24 der USA zu werden, dafür eigentlich auch relativ günstig. Wall Street Online ist zum Beispiel was, was ich gut beurteilen kann, den gehört ja zum Beispiel der Smart Broker, da verlinke ich ja auch in den Videos zum Beispiel drunter. Und das läuft sehr, sehr gut, ist gerade auch eine gute Alternative zu Trade Republic, gibt es noch eine Sonderkonjunktur. Just Eat ist die Vision, dass es, sag ich mal, dieser Merger mit Grubhub durchgeht
und dass die Zahlen auch ganz gut werden, weil halt Europa auch weiterhin im Lockdown war. Turtle Beach, die stellen so Hörer her für PlayStation und PC und Gaming boomt und es gab ja die neuen Konsolen. Das sollte eigentlich auch ganz gut passen. Das ist zum Beispiel eine Idee, ich habe auf TikTok gesehen, die ganzen Leute irgendwie PlayStations kaufen und das wäre dann eine Idee von der Ableitung. CTT Correos ist so die Post aus Portugal, die auch in Spanien ist und ich sehe halt auch hier im Lockdown, die Leute bestellen online, die es davor auch noch nicht gemacht haben, sollten sie einfach davon profitieren. Prosus, relativ unbekannt, aber wenn man das alles mal zusammennimmt, was die alles haben, ist einfach extrem günstig und das bewertet der Markt oft noch nicht. Der schaut dann einfach immer nur auf den Tencent-Anteil, aber es sind einfach noch viele andere wertvolle Firmen drin. Das ist die Idee dahinter. iRobot, dass es da einen Short Squeeze gibt und die Aktie eigentlich deutlich die Erwartungen im nächsten Jahr schlagen könnte. Play Magnus, das sollte vom Online-Schachboom profitieren. Dank Damen-Gambit, aber natürlich auch wegen Corona und noch Lehu Holdings. In China müssen jetzt einige Entwickler Immobilien verkaufen, um sich zu deleveragen. Und Lehu Holdings ist der Online-Anbieter für Neubau-Immobilien. Das heißt, es kommen viele Immobilien auf den Markt, die schnell verkauft werden müssen, auch mit Rabatt. Und das machen eigentlich genau die. Auch wenn der Mehrheitseigner da Ehaus ist, könnte es dann davon massiv profitieren oder vielleicht auch übernommen werden. Das also ganz kurz. Also was ist das Fazit? Wie gesagt, es sind so Peter-Lynch-Ideen aus meinem Leben plus digitale Spuren, eher kurzfristige bis mittelfristige Perspektive, möglichst marktunabhängig, aber es ist ein sehr offensives Wikifolio mit konzentrierten Positionen. Wenn das vielleicht zu offensiv ist, wäre die Alternative auch das Investor Search Multi-Strategies, mein Dach-Wikifolio, was zum Beispiel auch in dieses Wikifolio investiert. Das war also kurz und knapp mein Wikifolio Digitale Revolution vorgestellt.